Naja, also hier, das Kon in diesem Kontor ist wohl ein Zugang zu Abel mir, was heißt das Wort? Nebachod, der alte Name für Perikum. Aha. Ja, aber wir sind in Perikum. Nun ja, diese Stadt ist auf den Ruinen der alten urtolemitischen Stadt Nebachod wieder aufgebaut worden. Erinnerst du dich, als wir in Fasar waren? Also, ich will nichts sagen, aber ich und Abel, wir haben mit diesem, wir bauen auf alten Tempeln oder auf alten Gebäuden neue Gebäude keine guten Erfahrungen gemacht. Nun, das betrifft wohl nicht an Städten. Viele Städte in den Tulamidenlanden sind auf älteren Ruinen aufgebaut. Erinnert euch schon mal an das dieses Elfenzeugs. Ich fand Fasar sehr nett. Also, Ja, Fasar war nett, das stimmt. alles, was wir da unter der Stadt gesehen haben, war schon sehr sehenswert. Naja, also, ich bin der Meinung, wir sollten uns um diese beiden Paktierer trotzdem kümmern. Ja, aber das bietet Marix dann wieder die Gelegenheit, während wir uns dafür kümmern. Ich meine, er hat ja einen Grund, warum er uns das gibt. Er weiß ganz, vielleicht ahnt er, dass wir ihm auf der Spur sind, aber er weiß, dass wir die nicht einfach gewähren lassen können. Ihr denkt, dies ist also ein Bauernopfer? Naja, oder eine konkurrierende Einheit, die auch nun Einfluss in der Stadt buhlt, gewissermaßen. Und Marix schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Er beschäftigt uns, kann seine Spuren vertuschen und wird Nebenbuhler los. Nun, warum kümmern wir uns nicht zuerst um den Dämon im Grundwasser? Das halte Ich ich. sollte zumindest die Symptome bekämpfen und wenn ihr mich hinreichend nah heranbringt, können wir ihn fragen, wer ihn gerufen hat. Ich denke, wir finden den Dämon auch dort, wo wir die Bakterien finden, oder nicht? Das finde ich Nicht auch. zwangsweise. Wärt ihr Bakterien und würdet nicht auf euch aufmerksam machen wollen, würdet ihr wohl kaum die Quelle einer solchen Verseuchung direkt neben euch aufbauen. Ich denke schon, dass dort unten die Quelle der Verseuchung ist, dort, wo auch die Paktierer hausen. Und warum Ja, auch sollte davon dies so aus. sein, Abelmir? Nun, weil es Übrigens. logisch zwingend ist. Ja, ich denke auch, dass jeder Paktierer sich mit so einem Ding umgeben muss. Ist das nicht irgendwie eine Regel? Ist es nicht, nein. Und noch dazu würdet ihr da einen Ulchuchu rufen, mit dem speziellen Ziel, das Grundwasser zu vergiften, würdet ihr es wohl weit weg von euch tun, oder? Die Alternative besteht darin, dass ihr in einen Brunnen klettert, durch einen tiefen, nun ja, nicht auslotbaren Grund taucht und dort euch ein Dämonschild. Das könnt ihr gerne versuchen. Hervorragend, dann machen wir das so, Rafim. Ihr tut das. Ja, Rafim, ihr passt den Brunnen hinab. Wie soll Raffin den Dämon bekämpfen? Ihr müsst ihn bekämpfen. Nun, nichtsdestotrotz muss wohl jemand auf mich Acht geben. Na, wir könnten da tatsächlich schon durch, wenn wir erst, also in dem Schacht, wo ich war, da würde auch Rafim zwar eine schwere Zeit haben, aber durch die Mauern würde ja passen, also durch die Schlitze. Habt ihr nicht gesagt, wir müssen ins Zentrum der Stadt? Außerdem wart ihr halb erfroren, als ihr aus dem Wasser gekommen seid. Ihr meint es nichts für ungut. Deswegen haben wir jetzt dieses, wie nanntest du das Abelmir? Diesen Trank? Pupa, er schützt sich nur vor dem Ertrinken, nicht vor dem Erfrieren. Wir haben Ifians Trunk im Labor. Seht ihr, für aller möglichen Scheiß gibt es anderen Scheiß, den man nutzen kann. Naja, aber jetzt nur für mein Verständnis. Wir wissen, wo vermutlich die Paktierer sind, die zumindest die Brunnen vergiftet haben. Macht's nicht Sinn, die umzubringen und dann da anzufangen zu suchen? Ich würde auch sagen. Also, die haben das Ding nur beschworen, oder nicht? Davon können wir nicht. Davon können wir rausgehen, das aber nicht beweisen. Ja, aber. Naja, und ich bin ganz ehrlich, unsere Chancen gegen einen Wasserdämon in kleinen Tunneln unterhalb der Stadt halte ich für mehr als schlecht. Lass dir Und vor meine allem, Sorge sein. wenn wir die angreifen, dann werden sie doch sicherlich ihren Dämon rufen, um sie zu verteidigen. Sie wollen ja auch nicht sterben. Es ist ein Nolchuchu, er kann niemanden verteidigen. Aber ihr kennt die Natur dieses Dämons schon? Abelmir, nur weil ihr in euren Einführungen in die Dämonologie nicht aufgepasst habt, gilt das nicht für alle anderen. Nun, es gibt verschiedene Dämonen der Tiefentochter. Es muss nicht unbedingt ein Ojuchu sein, oder? Serpentinius schaut den Mann an, als hätte er irgendwie sein Gehirn beim Abendessen gelassen. Naja,
Also ich bin ehrlich gesagt dafür, wir bringen erstmal diese zwei Paktiere um und gucken wir, wo wir dann, ob wir dann irgendwie den Eintrittspunkt des Dämons finden. Nun, ich mag diesen Plan. Ich würde auch vorschlagen, und mit meiner Kompetenz als höchst Pericum bestellter Inquisitor sage ich jetzt einfach, dass wir das so machen. Nun, ich bin besorgt, dass wir in Wahrheit ein blockierendes Moment für Marex aus dem Weg räumen und er in Wahrheit Zugang zu diesem Nebachot sucht und die, wir nehmen an, rivalisierenden Paktiere ihm im Weg sind. Und sobald wir sie fortschaffen, wird er besagten, uneingeschränkten Zugang haben. Im Minimum sollten wir also nach einer solchen Aktion zumindest eine Wache dort lassen, die die Augen offen hält, ob es weitere verdächtige Vorkommnisse gibt. Und ich denke nicht, dass wir gerade auf jemand Vertrauenswürdigen verzichten können. Oh, das ist hervorragend. Ein Elementar, den wir dort unten beschwören, der das Ganze verteidigt. Eine sehr gute Idee. Wird er denn noch in der Lage sein, euch darüber Bericht zu erstatten? Oder wird er sich der Verteidigung gänzlich widmen und ihr bekommt nicht mit, wenn er vernichtet wird? Oder gebannt? Oder ausgetrieben? Oder übernommen? Nur wir können den Tunnel auch hinter uns einstürzen lassen, wenn wir sie untersucht haben. Ein hervorragender Gedanke. Das wäre auch mein Gedanke, ja. Nun, ich bin sicher, ihr könnt mit euren kleinen Elementarfreunden einen hinreichenden Handel ausmachen, nicht wahr? Den sie auch nachkommen werden. Nun, sicherlich. Diskutieren wir auch darüber dann vielleicht, wenn wir mehr wissen. Dann solltet ihr aber nicht zurückbleiben, ansonsten fallen euch noch Steine auf den Kopf. Und das könnt ihr keiner wollen. Auch nicht doch, wenn ihr recht habt, dass, wenn ihr recht habt und ich Unrecht hatte und die Quelle der Verseuchung tatsächlich dort verortet ist, werdet ihr mich brauchen. Denn wir wollen schließlich wissen, was hier vor sich geht. Nun gut, dann sollten wir eine Mütze voll Schlaf kriegen und uns dann im frühen Morgengrauen aufmachen. Sollten wir nicht lieber sofort aufbrechen? Ich denke, dass wir auch sofort aufbrechen müssen. Ihr solltet erstmal eure Wunden behandeln lassen. Ja. Ach. Wir ziehen die Dinger gleich einfach raus. Und dann kippe ich mir direkt einen Heiltrank unter die Kehle. Und dann tut das. Ich sammle derweil ein, zwei Dinge zusammen und dann geht es weiter. Naja, darf ich die Bolzen rausziehen? Ich hab da sowas wie Erfahrung. Da tue dir keinen Zwang an, Rafim, aber warte, erst einmal will ich die Fiole in der Hand haben. Wir wollen das ja nicht unnötig bluten lassen. Ich weiß gar nicht, wie viel Blut ich eigentlich habe. Dann schlage ich vor, wir verfahren so, dass wir in einer Stunde aufbrechen. Hervorragend. Wurde ich lasse es mal regeneriert? Wir hatten einen Tag, ja. Und wenn du wenig getan hast, dann kannst du meinetwegen auch zweimal regenerieren. Im Labor stehen und das Ding analysieren, wird es nicht zählen. Haben wir noch ASP-Tränke? Also Mana-Tränke? Wir haben, warte kurz, 4 Stück. Ich könnte dir auch einen Knoten Qualität C anbieten. Unsere sind auch C. Ich würde auf jeden Fall einen nehmen, weil ich noch bei 17 ASP bin und Und dann trage ich einen aus. Ansonsten, ja, wir nehmen kannst auch was tragen. Wir nehmen Ifens Trunk und Purpurwasser mit, denn wozu haben wir den Sheet denn? Noch für den Fall. Unter Wasser atmen und keine Kälte spüren. Ja, das macht auf alle Fälle im Zar Sinn. Diamantis hatte beim letzten Mal schon gemerkt, wie das ist, wenn Körperteile abfrieren. Denn exakt dafür haben wir diese Dinge vorbereitet. Ja. Und alle Wunden heilen wieder. Mehr Blut für den Gurgulum. Weil, da hast du 14 gewürfelt. Ja, hat er. Boah, Junge! Wenn Rafim den Bolzen rauszieht, dann merkst du wohl, dass ein Teil der Bolzen abbricht, die Widerhaken brechen wohl im Inneren von dir ab und Diamantis, du trinkst den Heiltrank, so wie es du es immer getan hast, du hast schon eine ganze Menge runtergestürzt in deinem Leben, aber die Wunde schließt sich nicht. Kann ich Heilkunde Wunden würfeln, ob ich das richtig hinkriege? Ich glaube, ich schaff's nicht, aber ich würde es zumindest probieren. Wie wisst, dass wir Netia an Bord haben und vielleicht da, die fragen sollte? Anatomie plus 5 ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Also selbst mit den Widerhaken, du hast auch in der richtigen Reihenfolge gedreht, um sie eben nicht, dass sie eben rausbrechen oder abbrechen, sondern mit dem Eintrittswinkel, damit kennst du dich besonders gut aus, ne? Aber du hast keinen Fehler gemacht. Naja, also die haben irgendwie komische Bolzen, die Marexe. Ich muss mir den nachher mal in der Kabine anschauen.
Ich hab den eigentlich richtig rausgedreht. Du siehst, wie ich den Bolzen so vor mein Gesicht halte. Hm. Weißt du, das fühlt sich aber überhaupt nicht richtig an. Ja, naja, vielleicht wirst du auch alt. So alt, dass Heiltränke nicht mehr wirken? Na, ich habe in meinem Leben wohl schon echt viele von denen runtergekippt. Naja, also wenn du möchtest. Aber warum schreiben die das denn nicht auf die Flasche, wenn das irgendwann passieren kann? Auf ihm, du siehst wohl, dass das keine Eisenspitze ist, sondern anderes Metall und da sind wohl Rillen drin oder Runen. Ich nehme an, die Sprache darin kann ich nicht entziffern, korrekt? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Du darfst aber mal auf Magiekunde würfeln. Ja, gerne. Kurzer Idiotencheck, ihr seid alleine. Ja, du machst es nicht vor versammelter Mannschaft. Eigentlich... Also wir würden damit anfangen, wenn du dann halt in dem Moment gehst, bist du vielleicht schon weg. Ich weiß nicht. Ich dachte eher, ihr setzt euch auf die Krankenstation, wo es Bandagen gibt und Pötte und Körperwein. Also schön frontal so gegenüber die Apparate stellen und das da rausziehen. Nee, ich bin mit Sepentilio ja ins Labor gegangen, weil ich mir den Astraltrank habe. Richtig, wir sammeln gerade hier die Mittel zusammen, die wir mitnehmen wollen. Wir sollten Sorge tragen unter den Umständen, dass wir vielleicht einen Leben bekommen. Nun, ich denke, ihr seid als Beherrschungszauberer sicherlich geeigneter dafür als ich. Ja, ich werde versuchen. Nun, es war seltsam. Ich habe auf diesen Söldner einen ganz normalen Paralys gewirkt. Er war nicht schlecht. Es war nicht die beste Leistung, die ich jemals erbracht habe. Aber er hatte eine Magieresistenz wie Raphim, wenn er sich an die Armbrust klammert. Ihr versteht? Das Konzept ist mir nur bekannt, allerdings bin ich mit solcherlei Dingen nicht gar so sehr vertraut. Denn Geist zu überstimmen ist keine Kernkompetenz meiner Zauberkunst. Nun, prinzipiell nicht, aber es geht mir darum, ist es denkbar, dass Marix all seinen Söldnern einen Willenstrunk verabreicht hat? Die Möglichkeit besteht, er wäre aber übermäßig teuer. In der Tat. Andererseits, haben ja bereits festgestellt, dass sie wussten, dass wir kommen. Nun, jedenfalls, ihr solltet euch vermutlich nicht auf Elementare des Wassers verlassen, solange wir gegen entsprechende Bakterien vorgehen. Es gibt wohl unschöne Zwischenwirkungen mit... Nun, macht euch keine Sorgen darum, ihr seid ja multitalentiert. In der Tat, es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die ich habe, mich diesen... Iran zu erwehren. Nun, ich denke, wir haben alles hier. Ich gebe euch die Hälfte, damit, falls jemand abhanden kommt, wir immer noch ausgestattet sind. Und lasst uns die anderen beiden aufsammeln, dann können wir. Nun, außerdem habe ich ja noch die Wasserblase. Die wird mir ja zur Not einen guten Schutz gegen alles wasserbasierte Wasser wie Unwasser gewähren. Ja, frage ganz oft, denn wir haben das mal gemacht. Wirkt die gegen Unwasser? Ja, tut sie. Okay, gut. Das hatten wir schon mehrfach geklärt. Nichtsdestotrotz. Noch eine Sache. Diamantis ist 6 Meter gesprungen. Nun, selbst Raphim schafft das nicht. Ich bin erstaunt. Ist das auf seine mindere Begabung der Zauberei zurückzuführen? Nun, er ist fitter Magier. Und soweit ich informiert bin, ist er in der Lage, einen Teil dieser Begabung in körperliche Eigenschaften umzulenken. Da fragt ihr besser den Elfen. Ja, vielleicht. Es ist nicht euer Kernkompetenzgebiet. Nichtsdestotrotz, es hat mich einfach gewundert. Er ist 2-mal über die gesamte Straße gesprungen. Es ist unmöglich. Ich selbst hätte vielleicht 1 Meter springen können. Das ist nahezu lächerlich. Es ist egal. Ich bin einfach verwirrt davon. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Seltsam, seltsam. Ich würde Diamantis auch den letzten Bolzen in die Hand drücken und ihn anschauen. Ah ja, Diamantis. Marix hat noch mal irgendwas erwähnt. Darüber müssen wir aber sprechen, wenn wir wieder da sind. Ja, okay, aber scheiße. Bist du dir sicher, dass das hier überhaupt ein Heiltrank war? Das Gesicht von Diamantis ist mittlerweile ziemlich weiß geworden. Lass mich einmal schauen. Ich guck mir die Wunden da genommen an. Soll ich Anatomie würfeln oder... Ja, klar, also Heilkunde Wunden kannst du machen, Anatomie, je nachdem wie tief du möchtest. Also möchtest du dir die Wundränder angucken oder das innere Gewebe? Das innere Gewebe schon. Ja.
Naja, also wenn du meine fachmännische Meinung wissen möchtest, das sieht nach einer Armbrustwunde aus. Ja, ihr habt gerade den halben Armbrustbolzen in der Hand. Das ist nicht schwer, dort zu schließen. Aber was sind das denn hier für Symbole auf den? Haltet doch einmal still. Ich guck mir die Tiefen mal an. Ja, also was du auf alle Fälle findest, sind die Überbleibsel von dem abgebrochenen Widerhaken. Und das wäre ein magisches Metall. Ein ungewöhnlicher Bolzen. Zeig doch einmal. Ja, hier. Ja, ich würde mal den Bolzen genau angucken. Vor allem diese Runen. In welcher Sprache, in welcher Schrift sind die? Das sind wohl... Ja, müsstest du mal... Welche Schriften und Sprachen hast du? Viele. Zayat. Zayat ist es nicht. Lass mich kurz gucken. Also Schriften. Imperial, Krim, Kurslicher Zeichen, Marische Glyphen, Trollische Kunstbeschrift, Tlemitia und Tlemitia, Zayat, nee. Arkanil, Nandori. Nein. Ja, dann ist es dir unbekannt. Hm. Aber du kannst das Metall auf alle Fälle, also das ist dir mit deiner metallurgischen Kenntnis, das ist Mindorium. Das ist Mindorium, eine sehr ungewöhnliche Wahl, eine sehr teure Wahl für ein Bolzen. Naja, also man kann dem Mann viel vorwerfen, aber nicht, dass er arm ist. Was hat er auf mir geschossen? Mit Mindorium-Bolzen. Und deswegen funktioniert der Heiltrank nicht? Nun, ich vermute, auf diesem Bolzen lag noch ein Zauber. Naja, bist du in der Lage herauszufinden, welcher, weil Zauber gibt's ja ein paar mehr. Ja, Sekunde. Ich würde nochmal genau jetzt diese Wunde angucken. Wahrscheinlich da ist am ehesten was zu finden und wird dann auf den ein Odem wirken. Odem kann ich ja prinzipiell erstmal die Typen, die das Merkmal kennen, oder? Merkmalskenntnis möchtest du herausfinden. Genau. Ja, dann würfel doch mal dein Odem auf die Wunde. Lass mir dabei Zeit. Sekunde. Wer hat denn auch Arkanil? Loser haben Arkanil. Also die Merkmalskenntnis ist auf alle Fälle Antimagie, die da wohl drauf lag. Und ja, Heilkraft wiederherstellen, sowas in der Art. Also du würdest vermuten, dass das ein reversalisierter Balsam ist oder irgendwas zum Aufhalten von Heilkraft, was da drauf liegt. Ein sehr ungewöhnlicher Zauber. Ich glaube, ich hatte so etwas schon mal in den Schwarzen Landen erlebt. Dort sind die Bolzen mit einer Art Antimagie gegen Heilmagie ausgestattet worden. Sehr teuer und sehr exklusiv. Ich vermute mal, dieser Magier kommt aus diesen Landen vermutlich dran. Heißt das genau das, was ich denke? Achso, ich kannte diesen Magier nicht. Es war ein Magier aus, vermute einer Fasara, aus anwesend. Hey, der Magier ist mir egal, aber ich kann mich jetzt nicht mehr heilen. Nun ja, dieser Zauber verfliegt nach einer gewissen Weile. Ich kann euch nichts genau sagen. Ich kenne diesen Zauber selbst nicht. Ich fürchte, ihr müsst aushalten und die Wunde so gut es möglich verbinden. Naja, also ich wurde mal mit so Messern geschnitten. Das hat auch ewig nicht geheilt. Oh ja, ich kann mich daran erinnern. Oh. Aber da müssten wir den kleinen Jungen noch machen. Wie heißt er normal? Hier, dieser hier von Isinde gesegnete Junge da. Oder Pereine. Ach, von Pereine meint ihr. Preiosop. Leertmann Freisop. Genau dieser. Ich denke, diesen müssen wir nicht hinzuziehen. Ich denke, nach einem Tag müsste die Zauberwirkung verflogen worden sein. Also spätestens morgen könnt ihr euch wieder heilen. Halt diese lange durch. Ja, aber wir wollen heute los. Daran sollte sich nichts ändern. Nun, dann solltet ihr eure Verbände sehr gut verbinden. Wenn Serpentilio und Beutax einmal aus dem Alchemielabor nach draußen treten, auf das Hauptdeck hinaus, dann könnt ihr, während ihr euch auf den Weg macht, die anderen drei abzuholen, schon erkennen, wie in der dunklen, winterlichen Hafenlandschaft von Pericom
wohl eine kleine Aufmarsch stattfindet. Und ihr seht dort tatsächlich die Hellebardiere, die markgräflichen Hellebardiere, die da wohl mit 20 Leuten nach und nach Aufstellung nehmen und sich dann in Reih und Glied über den Pier in eure Richtung aufmachen. Lasst vielleicht die Planke einholen. Ich gehe dem Mann das Bescheid sagen, dass sie gekommen sind, um ihn zu holen. Ungut, ungut. Planke einholen! Planke einholen! Und währenddessen, also Serpentino kommt 30 Sekunden später in die Kajüte rein. Jemand ist. Ich will euch nicht beunruhigen. Aber unruhig bin ich schon. Ich glaube, dass das nicht noch viel mehr geht. Jemand ist hier, um euch zu sehen. Ja. Und wer? Ihr wisst schon, Leute mit spitzen Stöcken. Naja, auch das Gerät ist jetzt nicht so weit ein, wie ihr vielleicht glauben möchtet. Ich schaue einfach mal aus der Tür hier raus. Sehe ich diese ganze Formation da hinten auch? Ja, selbstverständlich. Also wenn du dich jetzt an ein Fenster stellst oder ein Bullauge beziehungsweise dann auch nach draußen trittst, dann kannst du das auch selbstverständlich erkennen, wie die sich da gerade in Reih und Glied mit ihren Hellebarden vor der Brust in eure Richtung aufmachen. Naja, ich nehme die mal in Empfang. Ihr könnt euch ja... Überlegt euch was. Nun scheint es, als müsstet ihr euch nass machen. Ich schwimme doch hier nicht. Ich fliehe dich doch nicht über den Hafen wecken wie ein dreckiger Hund. Was sollen die mir? Habt ihr einen Beweis hinterlassen? Gut. Ich habe noch alles bei mir. Im Namen des Markgrafen Rondrigan Paligan befehlen wir euch, lasst die Planke runter. Im Namen des Markgrafen Rondrigan Paligan mischt euch nicht in interne Ermittlungen ein. Und ich würde meinen Schrieb von ihm hervorholen und vorzeigen. Ich bin auf Befugnis von Rondrigan Paligan herausragender und mit besonderen Befugnissen ausgestatteter Inquisitor zwecks der Klärung gewisser Umstände. Mischt euch nicht in diese ein. Ihr versteckt einen Mörder. Naja, dann müsst ihr jetzt schon... Also, ich lasse die Planke runter und stelle mich ans Ende der Planke und würde einfach auf die Planke mich draufstellen, auf ihn zugehen. Da müsst ihr jetzt schon genauer werden, weil Mörder bin ich schon. Wir suchen nicht euch. Naja, deswegen frage ich euch ja, dass ihr mal genauer werden solltet. Ihr versteckt einen Diamantes Monterey unter euren Männern. Er ist angeklagt des Mordes der Villa Marix Fuchsecker und eines Offiziers Nebelklang. Aber Villa ist doch am Leben. Villa ist heute Nacht gestorben. Oh. Was? Aber, was? Sie hinterließ einen Abschiedsbrief, der relativ deutlich war. Nebelklang ist tot? Achso, Herr Boltax, das ist eine Geschichte für später. Sie hinterließ einen Abschiedsbrief, wo sie auf ihren Mörder hinweist. Dem ist so. Naja, ihr wartet hier mal und ich such den Mann. Beeilt euch, im Namen des Markgrafen. Ja, ich bin auch so ein Markgraf. Im Namen des Markgrafen, wir werden unser Bestes tun, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Mit diesen Worten würde ich wieder von der Planke runter gehen. Den Typen, der ja die Planke ausgelassen hat. Hier, hol die mal wieder rein. Ich muss hier erst Diamantes suchen. Irgend so eine Villa ist sie schon. Weiß ich doch nicht. Appel, mir weiß das doch sicherlich, oder? Diamantes, was ist mit ihm? Naja, aber ich spreche zu Raffi. Ihr habt ein Viertelstundenglas. Was ist denn jetzt passiert? Soll ich mit Appel mir über die Situation sprechen, wenn ihr das klärt? Ne, welche Situation? Naja, offensichtlich ist Nebelklang tot. Naja, offensichtlich ist hier gar nichts, Boltax. Das weiß ich. Oder woher willst du das wissen? Glaubst du, die 20 Ampelmänner da vorne wissen es besser als wir? Nein. Aber wenn das die Anklage ist, dann müssen wir uns doch damit aussehen. Ich spreche mit Abelmir, der kennt sich am besten vor Gericht aus. Du suchst Diamantes und dann sind wir in einem Viertelstundenglas wieder hier.
Ja, so groß ist das Schiff ja nicht und wir wissen ja, wo die sind, also das sollten wir schaffen. Mit diesen Worten würde ich hier nach oben gehen. Diamantis, bist du hier? Ach, Abelmir, ach, du stehst ja immer noch hier. Mach dich doch mal nützlich, Boltax sucht dich. Seid ihr immer noch da? Hast du dein Geld angeboten, Raphim? Noch nicht. Du hast wohl irgendwie Nebelklang ermordet und... Ach, da müssten wir eh noch drüber sprechen. Nee, jetzt aber, da kommen wir noch zu. Und Hivilla ist wohl tot. Ich hab Nebelklang ermordet. Und damit hätten wir rechnen. Was erzählst du da, Raphim? Damit hätten wir rechnen können. Nicht das eine, das andere. Offensichtlich hat man die Frau aus dem Pick geräumt, um einen passenden Sündenbock zu haben.